Sie ist jetzt betriebs- und einsatzbereit. Hallo Franz, hallo Jerome, herzlich willkommen von der MSC Bellissima. Wir sind gerade im westlichen Mittelmeer unterwegs und ich darf für euch als quasi Korrespondent die Zoe testen. Bei Franz vor ein paar Wochen hat sie leider noch nicht so gut funktioniert. Mal sehen, wie sie jetzt funktioniert. Es gibt auf der Kabine so einen Aufsteller, der etwas zu Zoe erklärt oder das kurz beschreibt. Da sind auch ein paar Beispielfragen drauf, die probieren wir jetzt einfach mal aus, würde ich sagen. Okay, Zoe, erzähle mir mehr über meine Kabine. Willkommen in Ihrer Kabine. Bitte stecken Sie Ihre Cruisecard in den Slot neben der Tür, um den Strom einzuschalten und entnehmen Sie diese jedes Mal, wenn Sie die Kabine verlassen. Bitte beachten Sie, dass es streng verboten ist, in der Kabine, Badezimmer oder auf dem Balkon zu rauchen. Raucher sind herzlich eingeladen, die dafür vorgesehenen Bereiche an Bord zu nutzen. Benötigen Sie weitere Informationen? Nein, danke. Möchten Sie Informationen zum Kabinenservice? Nein, danke. Ich bin für Sie da, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Okay, Zoe. Wo kann ich heute zu Abend essen? Weitere Informationen zu unseren Bars und Restaurants finden Sie auf Ihrem Kabinenfernseher über MSC for Me. Kann ich den Kabinenfernseher jetzt einschalten? Ja. Ich wechsle zu Ihrem Kabinenfernseher. Ich bin für Sie da, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Man muss dann immer nur das Konto bestätigen. Ja, und jetzt sieht man die Restaurants. Sehr gut. Okay, Zoe. Wo finde ich eine Übersicht über meine Ausgaben? Sie können sich eine Liste Ihrer Ausgaben auf dem Fernseher, in Ihrer Kabine oder über die MSC For Me App anzeigen lassen. Kann ich den Kabinenfernseher jetzt einschalten? Ja. Ich wechsle zu Ihrem Kabinenfernseher. Ich bin für Sie da, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Okay, Zoe. Wie melde ich meine Kinder im Kids Club an? Ihr Kind kann täglich sein Frühstück, Mittag und Abendessen mit dem Youth Team einnehmen. Ausgenommen davon sind Tage auf See. Ich habe mir dann auch selber ein paar Fragen überlegt, die auf der Kreuzfahrt auftreten können. Mal sehen, wie Zoe damit umgeht. Okay, Zoe. Welches Restaurant hat geöffnet? Informationen zu unseren Bars und Lounges finden Sie im Tagesprogramm in Ihrer Kabine oder auf Ihrem Fernseher über MSC For Me. Kann ich den Kabinenfernseher jetzt einschalten? Ja. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Ja. Kann ich den Kabinenfernseher jetzt einschalten? Ja. Ich bin für Sie da, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, Zoe. Wie groß ist die MSC Bellissima? Die MSC Bellissima ist 315,3 Meter lang, 43 Meter breit und 65 Meter hoch. Okay, Zoe. Wie viele Passagiere sind auf der Reise unterwegs? Jede Show kann nur einmal im Laufe der Reise besucht werden. Okay, Zoe. Wie viele Passagiere passen auf die MSC Bellissima? MSC Cruises verfügt derzeit über eine Flotte von 16 Schiffen. Aber wir expandieren kontinuierlich und weitere Schiffe sind im Bau. Okay, Zoe. Die maximale Passagierzahl der MSC Bellissima, bitte.
Die MSC Bellissima ist seit März 2019 Teil der Flotte von MSC Kreuzfahrten. Okay, Zoe. Wie heißt der Kapitän? Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Könnten Sie sich bitte wiederholen? Okay, Zoe. Okay, Zoe. Wie heißt der Kapitän? Sie können ein Besatzungsmitglied fragen oder sich an den Reception Gäste Service wenden. Okay, Zoe. Wann sind wir morgen im Hafen? Sie können ein Besatzungsmitglied fragen oder sich an den Reception Gäste Service wenden. Okay, Zoe. Ich möchte einen Landausflug buchen. Sie können sich an den Yachtclub Concierge wenden, um Ihre Ausflüge zu buchen. Sie können auch die MSC-Fomi-Kanäle nutzen. Informationen zu unseren Ausflügen finden Sie auch über den Fernseher in Ihrer Kabine. Über diesen können Sie auch buchen. Kann ich den Kabinenfernseher jetzt einschalten? Ja. Ich wechsle zu Ihrem Kabinenfernseher. Ich bin für Sie da, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Okay. Okay, Zoe. Ich möchte eine Theatershow reservieren. Sie können ein Besatzungsmitglied fragen oder sich an den Reception Gäste Service wenden. Okay, Zoe. Bitte den Room Service anrufen. Wenn Sie Probleme mit dem gastronomischen Service haben, informieren Sie bitte das Restaurantpersonal, damit das Problem unverzüglich untersucht und behoben werden kann. Okay, Zoe. Wie spät ist es? Es ist 12:15. Okay, Zoe. Bitte den Wecker stellen. Bitte drücken Sie die Alarmtaste auf Ihrem Kabinentelefon und folgen Sie den Anweisungen. Okay, Zoe. Die Wettervorhersage bitte. Ich zeige Ihnen die Wettervorhersage. Kann ich den Kabinenfernseher jetzt einschalten? Ja. Ich wechsle zu Ihrem Kabinenfernseher. Ich bin für Sie da, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Okay, Zoe. Wie alt bist du? Sie können ein Besatzungsmitglied fragen oder sich an den Reception Gäste Service wenden. Okay, man hat es jetzt gesehen, manche Dinge funktionieren schon ganz gut, andere weniger. Ich denke, Zoe braucht definitiv noch etwas Zeit, um ein echter Assistent zu werden. So wie es jetzt im Moment ist, wir haben es nicht benutzt oder ganz selten. Man kann die Zoe, wenn man Datenschutzbedenken hat, auch nicht einfach ausstecken oder wegräumen. Die ist fest am Tisch befestigt und lässt sich auch nicht ausstecken. Man kann sie also nur ausschalten. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt etwas zeigen, wie das funktioniert. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht restlos überzeugt. Ob es in Zukunft noch besser wird, mal sehen. Tschüss von der MSC Bellissima.